hast du dich gefragt, was passieren würde, wenn wir Hero Verse Run als Bösewicht spielen würden und ob wir zu Huggy Wuggy werden können? Ja, das habe ich mich auch gefragt und deswegen werden wir es heute zocken. Leute, es geht wieder los. Ich bin Super bzw. Bösewicht Denno. Lasst ein Like, wenn ihr Bock auf die Folge habt. Viel Spaß, wir gehen rein. Wir werden jetzt als Super Bösewicht spielen, Leute. Und wie man sehen kann, verwandeln wir uns hier in Venom. Und wir haben die Polizisten jetzt gerade nochmal schön weggehauen. Es gibt hier nochmal einen Random... Oh, wir haben uns zurückentwickelt. Das ist nicht gut. Ich hoffe, dass... Nein, zu random. Das war alles viel zu random. Oh. Der Bösewicht, oh Leute, der hat heute Karma kassiert. Und hier ist Wonder Woman. Und der klatscht sich direkt mal eine rein. Und bam, Alter. Jetzt wird die richtig weggetreten. Und wie weit kommen wir mit dem? Bis zum 50-fachen können wir sie treten. Okay, okay, okay. Sehr interessant. Wir nehmen die Points mal mit und heute wird ein bisschen Stärke gelevelt, Leute. Beim letzten Mal haben wir Huggy Wuggy im Spiel erlebt. Das war richtig krass. Der war einfach da. Einfach als Bösewicht. Vielleicht können wir ihn heute auch irgendwie spielen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir gucken jetzt aber erstmal, dass wir in den Store reingehen und die böse Frau spielen. Wir haben ja letztes Mal auch die Frau freigeschaltet und jetzt sind wir Bösewicht. Und ich bin mal gespannt, wie die sich verwandelt. Vielleicht wird die Harley Quinn oder so, ne? Das könnte echt sein. Sieht auf jeden Fall schon mal, ja, definitiv aus wie Harley Quinn, würde ich sagen. Das ist sie absolut, Leute. Hier sind diese Riesenhammer, den müssen wir ausweichen. Aber irgendwie, sag mal, was hast du da für einen Schlüpper an, ey? Was soll das denn jetzt eigentlich? Verstehe ich nicht so ganz, aber okay, wir schmeißen mal die Tür hier weg. Die haut jetzt alle Türen halt einfach kaputt und wir müssen nochmal ordentlich Münzen einfahren. Und jetzt gibt's nochmal ordentlich Böllerei gegen irgendeinen Zombie hier, oder was? Wer ist denn der Rote? Boah, er fliegt gut weit, würde ich behaupten. Okay. Also auch hier wieder ordentlich Points kassiert und die Stärke leveln wir halt gleich einmal zum Ganzen auf. Leider können wir diesen Skin hier nicht freischalten. Hier ist die Werbung halt deaktiviert, sonst hätte ich das für euch gemacht, Leute. Die Stärke machen wir gleich. Ich werde jetzt noch ein paar Levels als Bösewicht zocken und dann werden wir die direkt einmal richtig aufpeppen und mal gucken, was das im Ganzen halt so bringt. So, hier nehmen wir den 30er mit. Hier nochmal die beiden. Ich hoffe halt, dass wir heute noch echt ein paar gute Charaktere hier finden. Oh, da ist der Push auf jeden Fall. Straight hier rüber genommen und den Schlüssel haben wir auch collected, Leute. Jetzt geht's hier hoch. Wir sammeln noch ein bisschen mehr ein. Wir sind aber halt schon voll wild drinne hier. Und jetzt irgend so ein Typ, Mann, wird hier von Harley Quinn nochmal komplett durch die Mauern gekickt. Kollege! Verzieh dich, Alter, ganz im Ernst. Da hängt er jetzt und ist absolut RIP. Und wir haben 2000 Münzen bekommen, ne? Das hat dieses Mal richtig reingeschallert. Okay, er ist bis 80 Meter gekommen, ne? Also so 80-fach haben wir hier geschafft. Jetzt können wir uns nochmal eine Kiste aussuchen. Ich nehme die blaue dieses Mal. Und wir haben einen Diamanten gekriegt. Sehr worth. Die Diamanten sind immer das Wichtigste, Leute. Wir könnten theoretisch einen neuen Skin freischalten. Mach ich mal. Oh! Oh, was? Wir sind jetzt... Oh mein Gott, ist das nice. Okay, 80-fach haben wir die Gegner weggeschmissen, aber jetzt haben wir die Stärke um 4 Punkte erhöht. Und ich bin gespannt, wie heftig das jetzt reinkickt. Möchte aber ganz gerne den hier spielen. Wir sind wieder ein Mann. Jetzt werden wir erstmal den Bösewicht picken. Wir spielen heute mal ganz kurz auch den Superhelden einmal, weil ich den Charakter komplett beleuchten will. Und wir sind anscheinend... Wir sind der Joker, oder? Tatsächlich, wir sind der Joker, Leute. Nur leider haben wir am Anfang ziemlich brutal reinbekommen. Hier, das ist nicht schlecht. Da nochmal ein bisschen was einsammeln und hier nochmal ein bisschen was. Oh mein Gott. Was ist denn das? Haben wir... Hä? Haben wir die... Was ist denn da passiert? Leute, was ist denn da passiert? Ich check's nicht. Ich hab doch den Bösewicht genommen oder was, ne? Also bin ich der Meinung. Was war denn das gerade? Da habe ich ja den Epic Fail des Jahrtausends wieder hingelegt. So. Wir gehen also nochmal durch das Level durch. Jetzt müssen wir halt echt mal gucken. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Wir werden richtig groß und... Hä? Aus irgendeinem Grunde wurden wir gerade komplett hops genommen. Ich weiß nur nicht, warum. Wir sind aber full line jetzt. Wir sind voll aufgeladen. Der Joker hier gegen... Boah, was ist denn das für eine Frau? Keine Ahnung. Kickt jetzt hier aber die Alte erstmal komplett durch den Laden. Und wir gehen nur bis zum 80-fachen. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass die Stärke da noch ein bisschen was regelt. Ich finde es komisch, dass wir sie nur bis zum 80-fachen geböllert kriegen. Tatsächlich, ist das Huggy Wuggy hier? Das ist Huggy Wuggy. Wir können ihn freischalten in diesem Spiel. Sehr interessant. Mal sehen, was in der anderen Welt hier so möglich ist, weil heute kümmern wir uns ein bisschen um diese andere Welt. Wir haben so eine Heldenwelt, da haben wir noch ihr letztes Schwert von Excalibur gebaut. Wir haben halt jetzt noch das Bösewichtlager hier. Was ist das? Ja,
Mit dem Bösewichtlager müssen wir heute auf jeden Fall auch nochmal anfangen. Definitiv. Aber jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir wirklich auch richtig gut Punkte kassieren. Die Münzen sind immer wichtig. Der Multiplikator nachher für die Münzen ist halt echt nicht schlecht. Und wir sind jetzt am Leuchten aktuell, ne? Sehr, sehr geil. Jetzt haben wir hier den Fight gegen Spider-Man. Spider-Man, verpiss dich mal. Du wärst jetzt mal direkt bis nach hinten geschleudert. Absolut weg von mir. Aber auch hier gar nicht mal so viel. Oh, okay, wir haben doch schon viele Coins gekriegt. 3200 sogar. Wir gucken mal einfach rein, wie viel. Das ist doch Huggy-Wuggy, oder? Safe, Leute. Und wenn wir mal in die Welten reingucken. Wir können hier aktuell nichts kaufen, was echt schade ist. Ne? Das ist halt ein bisschen blöd auf jeden Fall vom Spiel gemacht, muss ich schon sagen. Aber es wäre halt echt nicht schlecht, wenn wir vielleicht nochmal als Venom zocken. Wir können halt auch für gewisse Münzen, können wir andere so Sachen, die wir einsammeln und sowas nehmen. Und andere Effekte auch, wenn wir komplett aufgeladen sind. Okay. Dann machen wir jetzt erstmal, ups, diesen hier. Und ich zock gleich nochmal den anderen als Superhelden. Ist klar, Leute. Damit wir auch nochmal sehen, dass wir nicht nur der Joker sind, sondern auch was anderes. Jetzt aber erstmal dafür sorgen, dass wir hier diese Geschichte so einsammeln. Guck dir mal seine Klauen an, ne? Der hat halt schon die Überkraft eigentlich. Wir kloppen direkt rein. Und wenn wir mehr Leben haben, fliegen die dann weiter. Es kommt ja eigentlich nur darauf an, wie viel man eingesammelt hat, oder? Er hat jetzt hier knapp die Wand irgendwie berührt. Wir kommen halt nicht weit. Das ist das Problem. Ich weiß halt auch nicht, wie viel wir in die Welt reinstecken müssen. Ja, es ist Huggy-Wuggy. Tatsächlich, das ist er. Ich weiß halt nicht, wie viel wir in diese Welten hier reinstecken müssen. Aber es sieht so aus, für 6000... können wir anscheinend hier so einen Lavafisch kaufen. Okay, wir brauchen dafür echt viele Geldreserven. Dann gehe ich doch einmal kurz in den Store, tausche hier mal die beiden um, denn ich möchte jetzt nochmal den Guten spielen und gucken, wie die Verwandlung hier aussieht. Er wird jetzt, ja, schon ein bisschen breiter und auch rot, aber was für ein, okay, er hat mehrere Verwandlungen. Nein! Nein! Ich habe das Falsche eingesammelt! Komm doch mal rein hier, jetzt machen wir den richtigen Superhelden. So, ich konzentriere mich, ich rede halt die ganze Zeit auch, ne, und deswegen bin ich so unkonzentriert, aber hier haben wir das dicke Herz und der ist jetzt mittlerweile schon so groß. Warum ist denn sein Körper vorne so komisch, ne? Das sieht richtig merkwürdig aus. Wir könnten halt auch in so ein Schild reinlaufen, aber jetzt nochmal alle Münzen einsammeln, komplett aufs Maul hauen und kick den jetzt mal wirklich bis zum Ende hin. Der Typ hat Muskeln wie sonst was, aber er fliegt nur bis dahin. Wie kann das sein? Wie können wir das besser machen? Ich werde mal die Geschwindigkeit einfach nochmal einen Ticken skillen, ne? Oh, guck mal hier, tatsächlich. Huggy-Wuggy mit so einer Clownsmütze. So. Geschwindigkeit machen wir auf 2.0. Hier ist gleich eine Kiste am Start und wir spielen jetzt erstmal als Wonder Woman böse Seite weiter. Hier die 30 Punkte auf jeden Fall mitnehmen. Zwei Levels müssen wir dann noch auf ganz entspannt reinzocken. Ich habe den Polizisten mal direkt gegen die Wand geworfen. Der kleine Aslak, okay, ja. Ja. Leider. Das ist halt richtig belastend, ne? Das ist richtig belastend, Leute. Jetzt gibt's hier aber einen Frauenfight und dreht ihr mal richtig eine rein. Wonder Woman fliegt bis 80. Nicht mal. Also der Spielraum ist jetzt gar nicht mal so hoch. Wir haben trotzdem 2000 Münzen dafür bekommen. Kann man nehmen, ne? Also ich sag mal, ist schon okay. Ich weiß halt noch nicht, ob die Stärke jetzt wirklich was bringt. Ich würde diesen Skin halt so gerne haben, aber ich kann ihn nicht kriegen. Wir gehen jetzt nochmal rein. Eine Map noch zocken. Ich bin mal gespannt, was wir gleich in der Truhe finden. Und ich hoffe, dass wir wieder den richtigen Riecher haben und die richtige Münze da auch rausziehen, beziehungsweise diesen Diamanten, damit wir einfach heute noch einen Charakter mehr freischalten. Hier ist der Schlüssel, der ist sehr wichtig einzusammeln. So, jetzt nochmal gegen den Hulk spielen. Und noch einmal hier komplett durch die Wände rein smashen. Und Points kassieren. Wir haben 21 Münzen, ne? 21? Also tatsächlich, weil wir nur 21 Münzen haben, kriegen wir halt so wenig. Wir müssen irgendwie eine gute Technik entwickeln, wie wir mehr Münzen noch einsammeln auf Schlag. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Aber jetzt kommen wir erstmal zur Truhe. Ich habe also Rot im ersten Teil genommen. Blau im zweiten Teil. Und ich würde jetzt sagen, nehmen wir wieder Rot. Oh Mann, ey. Ah, ich hätte Pink nehmen sollen, Leute. Ich wollte Pink eigentlich nehmen. Aber ich dachte, ich erkenne das System hier. Eigentlich würde ich erstmal gerne Stärke skillen, damit ich auch mal richtig Power hinter der Alge habe. So, und wir gehen mal wieder als Venom rein, ne? Der Bösewicht Venom, Leute. Oh. Verwandlung ist da. Stopp, Polizei. Verzieh dich, Kollege. Du hast hier gar nichts mehr zu melden. Weißt, wie ich mein? Venom hat jetzt auf jeden Fall schon die Übertransformation erreicht. Jetzt geht's hier nochmal runter und guckt euch mal diese ausgebreiteten Klauen an. Richtig fett sehen die aus. Hey,
In dieser Mystery Box, da war halt nur Schmutz drin, Leute. Ich kick den Typen jetzt mal richtig weg und wir waren halt nicht bei voller Leiste und ich bin gespannt, wie weit er fliegt. Er ist halt so knapp durch den 80er geflogen. Ich glaube halt, dass wir wirklich sehr, sehr viel auch in diese Skillen investieren müssen, damit da halt auch tatsächlich was passiert. Ne? Auf jeden Fall ist jetzt wieder die Stadt hier am Start. Mann, ich will doch nur Huggy Wuggy spielen, ehrlich jetzt. Na, da gehe ich nochmal als Held rein. Einmal mal kurz Spider-Man zocken, mal, ne? Ein bisschen chillen hier, die Bösewichte kurz verkloppen und so weiter. Oh, wir haben uns wieder zurückverwandelt. Ja, da gab's schon minus 30, Leute. Das ist jetzt halt richtig eklig. Ich lasse einfach mal das Random Package jetzt da. Und wir haben uns komplett aufgeladen, so wie es aussieht. Ich nehme nochmal richtig viele Münzen mit. Wir haben 30 Münzen dieses Mal. Und jetzt treten wir den Typen. Bitte mach einen heftigen Multiplikator. Bitte einen krassen. Nee, er fliegt nicht so weit. Wir können gar nicht bis 100 kommen. Was ist das denn? Okay, Freunde. Eine Runde als Bösewicht nochmal hier rein und... Ich bin kurz vor einer Schatztruhe. Oh Gott, jetzt habe ich nicht alle Münzen mitgekriegt. Das ist ein bisschen schade. Wir werden nochmal gucken, was die Truhe hier so in... was die Truhe so für uns bereithält, ne? Weil ich bin natürlich voller Hoffnung, dass wir in dieser Truhe jetzt vielleicht nochmal einen Huggy Wuggy finden. Das wäre auf jeden Fall richtig wild. Und... Komm schon, Boxen. Ah, Leute, ich glaube, das hat was mit den HP zu tun, die sie mir abzieht. Ich versuche halt natürlich herauszufinden, wie man diesen mal 100-Multiplikator kriegen kann. Ich will sie endlich einmal komplett durch die ganze Map scheppern, ehrlich. So, wir holen uns jetzt erstmal ein paar Münzen rein. Jetzt kommt die Truhe. Und ich muss genau überlegen, Leute. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Truhe ihr genommen hättet. Es muss die richtige sein. Amen, siame, huayai. Ich weiß auch nicht, was ich da sage. Ich nehme jetzt einfach... Bah! Mann! Ich will nur einen Diamanten haben. Ach komm schon. Ja, egal. Dann ja, weiß ich nicht. Müsst ihr sagen, Leute. Hashtag Part 3 in die Kommentare, wenn ich ja halt noch einen dritten Part machen soll mit Huggy Wuggy als Figur. Das war's mit einer weiteren Folge vom Superhelden-Simulator. Lasst ein Like, wenn euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr diese Folgen auch nicht mehr. Dankeschön fürs Zusehen bisher. Dickes Küsschen geht raus. Denno out.